Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist gerade Samstag, der 8. Februar. Ich bin ehrlich gesagt gerade aus dem Bett gekullert, also falls ich etwas müde wirke, entschuldigt. Das ist dann so die Bettkullerei-Momente. Und ja, ich habe heute ein Thema für euch. Und ich habe da jetzt auch eine Weile gerade drüber nachgedacht. Und jetzt gerade hab ich den totalen. Ja. Gut, also fange ich lieber mit dem anderen Thema an. Ich habe mich tollpatschig, wie ich bin, in Finger geschnitten. Kann ich euch auch erzählen, wie es passiert ist. Ist voll furchtbar, die Geschichte eigentlich. Also ich habe dieses unglaublich riesige Hackemesser eigentlich zum Fleischschneiden gedacht, aber ich schneide damit halt auch mal Gemüse manchmal. Und ja, und so kam es jetzt, dass ich vor kurzem eine Süßkartoffel machen wollte mit meinen Eltern. Und wir wollten Süßkartoffeln essen aus dem Ofen. Ist übrigens am Ende nichts geworden. Ich habe mich also völlig umsonst geschnitten. Nur so als kleiner Funfact. Ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann die Kartoffel in der Hand hatte. So. Nee, so, mit der Hand habe ich sie gehoben. Und so habe ich sie geschnitten und dann war die halt hart wie Stein. Habe ich da so rein und dann habe ich irgendwie bin ich dann so und habe mich dann in den Finger geschnitten. Hat auch geblutet wie Sau und für jemanden, der eine leichte Blutphobie hat, nicht unbedingt so das tolle Erlebnis, aber okay. Und dann war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter mir das dann mit ihren Fingern so zugedrückt hat. Ich habe gedacht, ich wird gleich ohnmächtig, weil es die da angefangen hat zu drücken. Es hat wehgetan wie Sau. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall ein Pflaster, haben wir dann einen Verband drum gemacht und dann habe ich erstmal das Problem gehabt, dass da der Verband, ja, dann hatte ich halt einen Verband für den Rest vom Tag am Finger. Dann kurz vorm ins Bett gehen haben wir dann, haben wir noch vom Verband zum Pflaster über und haben da Bepanthen drauf. Und ja. Und dann hat es nochmal ein bisschen geblutet. Ja, ist halt so, weil wir haben da diese blöden Mulddinger. Und da geht immer, ja, da heilt es dann durch das Mull durch. Und wenn man es dann weggemacht hat, dann reißt sich immer wieder auf. Furchtbar. Aber da steckt man halt nicht drin. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann meine Mutter mit das Pflaster drauf hat. Und haben wir da Bepanthen drauf. Und am nächsten Tag hatte ich im Prinzip schon fast wieder so, also. Der Schlitz ist ungefähr so breit wie mein Fingernagel. Also so. Und ich hatte wirklich ohne Witz schon bis auf zwei, drei kleine Öffnungen schon überall wieder Haut gebildet. Und ja, und darüber will ich reden. Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen, ich habe echt ein unglaubliches Wundheilfleisch. Also bei mir dauert es echt nicht lange und ich entwickle schon wieder richtig gute neue Haut und auch gesunde neue Haut. Oder wenn es irgendwie so nach ist, dann ist der. Ich habe selten einen Schorf. Also ich sag's mal, wie es ist. Ich habe schon als Kind immer sehr schnell eher neue Haut entwickelt und hatte, wenn es hochkommt, so auf Schürfwunden einmal von 10 Fällen einen Schorf. Was ich dann immer schade fand, weil ich das immer so treffe, einen Schorf wegzukratzen. Soll man nicht machen, ist auch eine ganz schlechte Idee, aber ich habe es halt immer gut gefunden als Kind. Ja, und und das habe ich so gemeinsam mit meiner Oma und meiner Mutter, die haben auch sehr gute Heilfähigkeiten. Und das Ding ist, das ist so das Interessante, wir alle sind auch tendenziell, haben wir nur sehr wenige Narben. Also ich habe hier an der Hand eine. Dann habe ich hier am Arm, also die weiß ich nicht, wo sie herkommt. Da habe ich eine, weil ich als kleines Kind, so voll Klischee, aber ist so, ich bin fast tot geimpft worden in Brasilien damals noch. Dann habe ich hier, von hier ungefähr bis nach genau da eine Narbe. Die sieht man aber fast nicht mehr, außer jetzt gerade, finde ich zumindest. Es war so, dass mein Großvater väterlicherseits mir als kleines Kind mal ein Skalpell geschenkt hat. Ja. Und ich habe dann immer so Post-its zusammengeklebt und habe dann immer so die auseinandergeschnitten. Und irgendwann habe ich dann halt mal auch versehentlich so geschnitten und dann habe ich da geblutet und
Ja, und alles, woran ich mich noch erinnere, ist, dass mein Vater mir so einen furchtbar stinkenden Lappen da drauf gequetscht hat. So einen leicht rosa weißen mit Punkten. Ich kann mich echt noch an den Lappen gut erinnern, wenn ich gerade drüber nachdenke. Und ich vermute, wenn mein Vater ja Drucker ist und Druckersetzer, Schriftsetzer und so weiter, dass an dem Lappen irgendwas Alkoholisches dran war, weil der hat gebrannt wie Höllenfeuer. Und ich vermute, dass dieser Lappen der Grund war, warum es so gut geheilt ist mitunter. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass meine Großeltern väterlicherseits an dem Abend auch, das war an dem Abend, wo meine Mutter mal unterwegs war, der erste Abend, seitdem ich adoptiert wurde, wo sie unterwegs war und das passierte. Danach hat es erst mal 5 Jahre gebraucht, bis sie wieder ohne irgendwas losgezogen ist. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass wir das zugedrückt haben, auch mit Ding und dass es dann auch geheilt war. Und das Einzige, woran ich mich an dem Abend richtig noch blühend außer dem Lappen erinnere, ist, ich hatte kein Abendessen. Das war so das Schlimmste für mich an der Geschichte. Und am nächsten Tag sind wir dann zu meinem Kinderarzt und der hat dann gesagt, ja, da muss man nichts mehr nähen, weil wenn man da jetzt näht, das macht mehr Narben, als wenn man es jetzt lässt, wie es ist. Und ja, dann haben wir das so gelassen und er hat auch mit meiner Mutter eine Wette am Laufen gehabt, die meine Mutter verloren hat, dass ich spätestens mit 18, dass man es da kaum noch sieht, wenn man es nicht weiß. Und er hat recht behalten. Ja, auf jeden Fall habe ich hier noch irgendwo eine Narbe. Ich glaube, ich habe noch. Entschuldigung. Ja, im Mund habe ich 4 von der Weisheitsgeschichte. Aber sonst habe ich eigentlich keine Narben. Und ich muss ja sagen, ich bin ja echt ein Ultraschussel und ich habe mich oft irgendwie aufgeschürft, geschnitten und so weiter. Also ich hätte bei Gott noch viel mehr Narben haben können. Aber ich habe da echt Glück gehabt. Und ich muss sagen, so das Geheimnis hinter dem Narbending ist bei mir in der Familie meistens, dass wir sehr viel die Natur machen lassen. Also wir gehen, selbst wenn der Schnitt noch so tief aussieht, wir gehen seltenst los und sagen irgendwie zum Arzt, es muss genäht werden. Und wenn dann kommt am Abend eine Bepanthen drauf, am ersten Abend oder am zweiten Abend ein Pech-Salbending und dann heilt es unglaublich schnell zusammen. Und dann hat man auch wirklich eine wunderschöne Heilbildung. Und ich habe dann meine Oma angerufen gestern und habe zu ihr gesagt, Oma, ich habe einen prächtigen Schorf. Ich war da so stolz drauf, ich habe aller Welt erzählt, was für einen prächtigen Schorf ich hätte, aber es hat sich herausgestellt, ich hatte gar keinen Schorf. Ich habe nur so unter das Pflaster gespickelt und habe da eben so was gesehen, was aussah wie Schorf und dachte so, boah, das läuft in allen erzählt, ich habe einen Prachtschorf. Es hat sich dann später herausgestellt, es war halt einfach nur prächtig schon zugewachsen und hat halt nur noch so eine leichte Rötung gehabt und ja. Ja, und jetzt ist mein größtes Problem im Prinzip, dass die Narbe, oder besser gesagt, die Wunde ist schon fast weg. Also da sieht man schon fast gar nichts mehr. Aber das Problem ist, mit der Wucht habe ich mir einen blauen Fleck drunter geschlagen und jetzt kann ich meinen Finger immer noch nicht wirklich richtig bewegen. Also ich muss sagen, ich habe eine super Wundheilung, aber wenn es um blaue Flecken geht, da habe ich echt unglaublich Pech. Also ich meine, das ist so meine Schwachstelle. Bei mir sind es immer so die blauen Flecken, die alles schwerer machen. Also auch damals, als es mich um die Tür gewickelt hat, habe ich euch auch schon mal im Video erzählt. Was das Schlimmere war nicht, dass ich irgendwie mir was gebrochen oder und sowas hätte, sondern dass ich schlicht und ergreifend mit blöden Blaut Fleck geschlagen habe. Entschuldigt. Oh, so geht es besser, tut es weniger weh. Ja, dass ich mir einen blöden blauen Fleck geschlagen habe und dass der dann ewig gebraucht hat, bis er geheilt hat. Bis er geheilt ist. So. Ja, ich persönlich, ich muss sagen, das Wichtige ist, und das ist das, was meine Oma mir immer erzählt hat, wenn man sich verletzt, dann soll man immer gut darauf aufpassen, dass sich keine Narben entwickeln, weil Narben stören die inneren Meridiane, das Qi oder wie auch immer, und dann fließt es nicht mehr so richtig. Und es ist dann ja auch ein Eingriff, ein sehr starker Eingriff in den Körper, und das kann dann den Körper stören. Das hat mir meine Oma immer schon beigebracht, da war ich gerade mal 2 Jahre, also nee, 2 Jahre war ich noch gar nicht hier, aber so mit 3 hat es mir das schon immer erzählt und ich dachte immer so, okay, wenn du meinst, ich weiß nicht, von was du redest, aber okay, ich sag da jetzt gar nichts dagegen.
Ja, und sie hat ja schon recht behalten. Ich muss sagen, die einzigen Stellen, wo ich, wenn es mir irgendwann mal irgendwie was wehtut, ist tatsächlich immer dort. Also da, wo ich die aktuellsten Narben habe. Nämlich, ich habe immer wieder mal so ein Pochen im Mundraum, wo ich mir denke, okay, ist voll nervig, aber. Und es ist dann wirklich immer nur dort an den Stellen, wo die Einschnitte vom Weisheitszahn sind, was ich total im Nachhinein denke, okay, faszinierend. So, jetzt habe ich, ich glaube, in einem Satz echt viel okay gesagt. Also ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle beende ich mal mein Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es so bei euch ist. Habt ihr schnell eher Narben oder habt ihr ganz, ganz wenige Narben? Habt ihr eine interessante Namengeschichte? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.